Und dann, wenn man die beiden geschafft hat, wird man ja auch wieder besser und besser und besser, ne? So, besser und besser und besser ist ein gutes Stichwort, denn jetzt kommt Konsole. Oh. Genau, denn viel mehr ist nicht übrig hier. Wir werden noch ein bisschen den olympischen Gedanken auskosten, beziehungsweise genau. Nachspielen. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir heute wirklich mal in der Challenge die Möglichkeit haben, Summer Games 2 von 1985 zu spielen, was quasi damals keine offizielle Versoftung war, aber das erste Mal, dass man halt diese Art von Live-Sport auf der Konsole oder auf dem Computer spielen konnte. Und jetzt das Ganze halt 2008, ein paar Jahre später, sieht schon aus. Es ist ein anderes Pad, Phil. Es ist ein neues Pad. Was nur zufälligerweise genauso aussieht. Ja, wie sein böser Bruder. Warte mal, ich guck mir die Nummer kurz an, hinten drauf. So, wir spielen jetzt einfach mal direkt weiter. Ich weiß gar nicht, was jetzt für eine Disziplin kommt. Ja, ich führe so weit, glaube ich, ne? Mit Abstand. Ja, ich war disqualifiziert. So überall wie ihr. Du hast geführt? Ich kann mich nicht mehr Um 8:08 beginnen die Spiele in Beijing. Ja, ja, das ist ganz schön. Zwischendurch in den Ladepausen gibt es immer so ein bisschen Trivia über die Olympischen Spiele, über Weltrekordhalter. Sowas finde ich cool. Das ist in Spielen ja häufiger. Das mag ich immer gerne, als wenn da nur steht Loading. Ja. Weil das weiß ich meistens. Jetzt kommt Disziplin Hochsprung. Die ist auch sehr simpel. Die erklärt sich eigentlich von selbst. Ich fange sowieso an, deswegen werde ich sie euch erklären. Wir nehmen die Höhe einfach mal an. Denn wir müssen jetzt nur die Buttons nachdrücken, die da unten angezeigt werden. Auf dem Boden. Also... B, A, B. Okay, das ging schon mal richtig gut in die Hose. Was drückst du am Ende zum Springen? Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ich glaube, ich muss den Trigger ziehen. Schulter? Versuch du mal die Schultertaste. Du darfst jetzt alles besser machen. Ja. Das sah aus wie das Kreuz hier. Oh, Jamaikaner, habe ich natürlich einen Vorteil, weil jeder weiß, die haben keine Knochen, sondern Springfedern. Ja, und außerdem fliegen die immer. So. Erster Anlauf. Mama, ich überspringe das mal. Ja. Okay. Ja. Whippy! Also am Schluss bei dem X einfach den linken oder rechten Trigger drücken. Okay. Überspringen wir, das wird doch keiner sehen. Sorry. Ja, aber sieht, die Präsentation ist ganz schön. Eben ganz anders so, als Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen natürlich. Nehmen Sie die Höhe an, natürlich. An. Nehme ich an. Erster Anlauf. So. Fast gut. Welchen Trigger ziehen? Knapp. Den rechten? Den rechten. Schön. Also man kann das auch mit einer Hand denn quasi spielen. So, jetzt kommt Schweden. Jetzt wird sich zeigen, ob das Joggle wird es schaffen. Ja, jetzt gucken wir, ob das Bett funktioniert. Ich muss ja nichts hinten. Drückst du erst A, damit drückst du nochmal A. Claro. Und einmal noch A drücken, bitte. Erster Anlauf. Ja. Also wenn das was wird, dann... Du bist so ein Talent. Neues Pad, alter Skill, ne? Aber welche Beine hast du, muss man mal sagen. Da wird eine ganze Familie von sein. So. Michael Ballacks kleiner Bruder versucht es ein weiteres Mal. Hört's. Oh Gott. Ja, aber jetzt geht's. Wir kommen ja mal dann in den letzten Versuch. Wer ist das? Aus mir raus. Oh, wir Colin. Einfach. Ja. Nein, das ist nicht der Schulterbutton ziehen. Was ist das denn nochmal? Das dürfte doch nicht sein. Schulterblatten. Du hast nur das Talent auch nicht mit den Löffeln gefressen. Ich hab bis 3,78 Meter bin ich ohne Probleme über die Latte gekommen. Ja, das ist jetzt halt hier live und for real. Das ärgert mich aber. Die Nerven natürlich eine Rolle und Nein. Die hast du jetzt nun mal nicht. Hab ich kein Problem mit. Das bin ich nicht, weil ich drücke die ganze Zeit A. Oder bin ich das? Nee. Nee, ich war ja ein Jamaikaner. Die sind mal gut zu erkennen. Hauptsache, solange es hell ist. Hätten wir uns doch nochmal die Buttonbildung angeguckt. Gebe ich gerade zu. Obwohl, Dennis hat es ja richtig gemacht. Aber ich glaube ihm einfach nicht. Ich glaub, Dennis gibt nicht. Jetzt so falsche Informationen weiter, um seinen Sieg nicht zu gefährden. Ich springe jetzt hier 5 Meter mit einer Hand. Das bin ich. So, wenn ihr alle A drückt, dann geht es auch so, dass man... Okay, sehr schön. Nee, ich mache lieber nicht mit einer Hand. Jetzt hier schon wieder Schweden-Trunk. Yeah! Also, gute Vorstellung. Also, den ersten kriege ich immer hin. Jetzt heult er schon auf der Matte. Mal sehen, was er beim dritten Fehlversuch macht. Und ich habe gut. Drückst du noch einmal A, bitte, Schweden? Ja. Oh Gott, jetzt komme ich wieder ran. Ich glaube das immer noch nicht. So, jetzt mal eine Aber Frage. Jetzt. Wie kommt man denn über die Latte? Wupp. So. Yeah! Habt ihr das gesehen? Wie hast du das genommen? Wie ein junger Prinz. Ich habe genau das gemacht, was Dennis auch gesagt hat. Im rechten Moment die beiden Tasten, die angezeigt sind, drücken und dann habe ich LT, glaube ich, gedrückt, okay. Um rüberzuziehen. Das muss man halt im rechten Moment machen. Nee, RT hast du gedrückt. Ich glaube, es ist egal, welche du drückst. Achso, okay. So, wir beide sind noch im Start hier. Jetzt geht's drum. Wer kommt mit zur nächsten? Ja, jetzt hier wieder Austria. Ach, Gruß an die Jungs. Ja, gucken ja auch immer viele Leute. Ja. Ja, super, über die Latte mit dem letzten Versuch. So, jetzt hast du natürlich jetzt muss ich, und ja, ich weiß, ich merke schon. Zwei Brüder, die sich sehr gut ergänzen. Aber es macht schon ähnlich viel Spaß wie damals der Klassiker, oder? Ja, also, aber das Ziel ist eben hat's erreicht. Das ist, es gibt echt lustige Disziplinen. Diese hier zum Beispiel. Und es gibt Disziplinen, die sind wahnsinnig, also ziemlich kompliziert und eigentlich. Ja, natürlich, diese hier zum Beispiel. Ja, ich drücke. Du bist aber auch so negativ.
Hast du das Kabel rausgezogen? Das geht doch nicht. Irgendjemand hat Pause gedrückt. Ich weiß nicht. Drück mal alle an. Ich drücke hier wie ein Verrückter. Also mein Pad ist kaputt, ich sag's so. Ja, der Zerstörer nennen wir ihn auch. Phil, der Pad Crusher. Nee, wir wollen keine Werbung machen. Sag mal, seid ihr... Das gibt's doch gar nicht. Seid ihr alle an? Seid ihr alle an oder seid ihr aus? Ich bin an, ich kann ja nichts machen. Phil, du hast wieder kaputt gemacht den ganzen Schein. Phil, Mensch. Ich habe immer nur die kaputten Mach doch keinen... Das, oh, wer drückt denn da wie ein Honky Tonk Man? Aber jetzt nochmal. Ja. Sehr schön. So. Die gefährlichen Honky Tonks. So, Phil ist leider raus, glaube ich. Drei, du vier Versuche. Aber Platz. Jetzt pass mal auf jetzt. Oh, Mann. Ich versuche jetzt nochmal mein Glück bei 2,22 Meter. So, komm. 2,22 Meter. Das hast du dir noch nie mal getraut, runterzuspringen, auch wenn Wasser drunter war. Warum sagst du das? Ich hatte das unter dem Mantel der Verschwiegenheit. Hatte ich dir pass auf, jetzt komme ich. Erzählt. So. Duck, Pogo-Stick ausfahren. 2,22 Meter. Erster Anlauf. Ja. Ja, genau. Dafür darf ich jetzt nochmal. Vorher durfte ich nur einmal. Ja, ich darf auch nochmal gleich. Aber jetzt kann erstmal Spieler Autria. Also ich bin eigentlich in bester Gesellschaft, merke ich gerade. Ja, stimmt, du bist schon raus. Ja, wir sind ganz nett, ne? Wie geht's denn so auf der Loser-Couch? Ach ja, ist ganz nett. Guck dir das an. Kollege Stettenbauer auf Anhieb nimmt er die 2,22. Einmal durchschaut. Das waren 2 Zentimeter jetzt. Läuft's. Nicht schlecht. Kann er das Spiel lesen. So, jetzt aber. Ja, nehme ich an, klar. Komm, das ist der Moment, auf den sie trainiert haben. Oh, ist gut aus. Sehr schön. Traumhaft. Mein Gott, also ein Vogel könnte nicht eleganter drüber fliegen. Nee. Kein Fall. So, Jamaika, jetzt sag mal. Ja. Go for it. Das ist wie beim Pokern, ne? Hier. Ja. Ah, er schafft es auch. Ich wollte ein bisschen niedriger, damit es spannender aussieht, aber aus Versehen bin ich so hochgesprungen. Komm, ziehen wir mal die 2,24 noch. Die Regie wird wahrscheinlich gerade umfluchen, aber... Nö, nö, das höre ich gerne. Aber es ist einfach wahnsinnig spannend hier. Ja, die Ersatzbank ist sehr gut besetzt. So, jetzt pass mal auf. Die Aussetzerbank. Erster Anlauf. Nein! Noch! Ah, knapp! Durchgemogelt, aber ist egal. Hauptsache die Latte bleibt oben. Hast du schon Ähnlichkeit mit Ballack? Ein paar lachen wenigstens. Ich muss drüber lachen, sorry. ja, spielen wir immer noch weiter. Weil ansonsten muss ja die Challenge auch rausfliegen und das wollen wir das doch wollen nicht. Wir nicht. Nee, nee, deswegen springe ich jetzt noch einmal. Woo! Ah, nee, da bin ich vielleicht raus gewesen. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch mal kurz Sense. Ich will. Sense Düne oder was? Nee, nicht Sense Düne, das ist für Schleichwerbung. Außerdem haben viele unserer Zuschauer noch gar keine Zähne. Deswegen sehen wir uns gleich wieder und spielen dann eine Runde Challenge oder sonst irgendeine andere tolle Geschichten, die ich mir jetzt ausdenke.